oder der Bastelzeit. Heute mal etwas ungewöhnliche Ansicht. Wir sind hier hinter der Werkbank und ja, es soll um diese Dinger hier gehen. Ja, meine kleinen Tischmultimeter. Hatten wir, glaube ich, alle schon mal in Videos gesehen. Wir haben hier von HP die 3478A. Ist ein relativ zuverlässiges Multimeter, hohe Auflösung. Ist zwar relativ alt, ich glaube 80er, 90er Jahre müssten die sein, aber sie funktionieren recht zuverlässig, abgesehen von der kleinen Batterie. Dann haben wir hier von Philips PM2534, ebenfalls ein relativ genaues Multimeter. Bisschen nervig mit den Anschlüssen, aber ne, funktioniert auch ganz gut. Und last but not least hier oben das, je nachdem was man holt, Multimeter MM635 von ITK oder MTK. Und vorne steht rot und schwarz. Ist nichts Besonderes, das Ding kann wirklich nicht allzu viel, aber es kann messen und hey, war günstig. So, hier oben das, lassen wir heute mal weg. Es geht mir eher um die drei hier, die hochpräzisen, und die haben alle eins gemeinsam. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie einen Kaltgerätestecker haben, um das Ding mit Strom zu versorgen. Und ich meine auch nicht, dass es hier diesen BNC gibt, der sich Trigger nennt. Damit könnte man die verbinden und könnte dann dafür sorgen, dass die alle zum selben Zeitpunkt ihren Messwert holen. Nope, mir geht es um diesen blauen Anschluss hier. Hat den schon mal einer von euch gesehen? Wahrscheinlich eher nicht, jedenfalls nicht in der Form. Sieht im ersten Moment so aus wie ein Druckeranschluss, ein bisschen. Da werden sie meistens Centronics-Stecker genannt. Centronics war eine Firma, die hat die relativ häufig eingesetzt. Hat sich dann so eingebürgert, obwohl die Norm anders heißt. Aber die Druckerstecker, die sind eigentlich breiter. Der hier, naja, der ist ein bisschen schmaler und der hat viele Namen. Hier steht etwas von HPIB, ihr auch. Hier steht IEEE 488 oder alternativ IEC 625. Oder worunter man das meistens findet, ist der Name GPIB, General Purpose Interface oder Instrument Bus. Ich müsste nachgucken. Jedenfalls, es ist ein Datenbus. Datenbus, klingt gut. Das heißt, da spuckt das Messgerät seine Messwerte raus und es lässt sich auch in den meisten Fällen drüber kontrollieren, sodass wir das Ding fernsteuern können. Das ist zum Beispiel recht praktisch, wenn man irgendwie größere Aufbauten hat. Bei 2, 3 ist das jetzt nicht ganz so kritisch, aber stellt euch mal vor, ihr habt ein komplettes Labor, dann wollt ihr irgendwie automatische Testsequenzen ausführen und ja, es gibt natürlich nicht nur Multimeter, dann könnte man zum Beispiel da in seinem PC sagen, der da angeschlossen ist, okay, das Netzteil schaltet jetzt an auf x Volt, dann messen wir hier über die beiden Spannung und Strom. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt, machen zum Beispiel noch ein zweites Netzteil an, was den Akku simuliert. Und dann machen wir noch eine elektronische Last an, was einen Lasttest macht. So kann man komplette Prüfabläufe in der Produktion automatisieren über so einen Datenbus. Heute läuft das natürlich alles entweder über Ethernet oder über USB. Da gibt es so ein paar Standards zu. Aber naja, das hier ist halt schon was älter. Multimeter, wie gesagt, ich glaube 80er, 90er Jahre. GPIB ist noch ein bisschen älter, das stammt so aus 60er, 70er Jahre. Und ja, entsprechend selten heute zu finden und da es sich eigentlich nur bei Messgeräten wirklich lange gehalten hat, auch irgendwie etwas, was viele nicht kennen und wo es nicht viel Doku zu gibt. Aber gehen wir erstmal hin und gucken uns den Anschluss genauer an, wie der denn so aussieht, wie der aufgebaut ist. Und von da aus gucken wir mal weiter, was wir damit anstellen können. Dann werfen wir mal einen Blick rüber in die Wikipedia, was dieser Bus überhaupt so kann und ist. Wir sehen hier schon, IEEE 488 ist ein 8-Bit-Parallelbus. Das heißt also, die Daten, die einzelnen Bytes, bestehend aus 8-Bit, werden über 8 Kabel von einem Gerät zum anderen übertragen. Heute haben wir meistens serielle Sachen, wie USB zum Beispiel, wo dann nur eine Datenleitung irgendwie existiert und die einzelnen Bits nacheinander oder kombiniert über ein Kabel übertragen werden. Hier also 8 Kabel. Wir sehen auch hier nochmal die Datumsangaben 1960 von HP entwickelt. Ist in den 70er, 80er Jahren teilweise auch für PCs und so benutzt worden. Allerdings dann auch relativ schnell ersetzt gegen SCSI, wenn es um PCs ging. Wenn wir dann runtergehen, sehen wir auch die ganzen Standards. Der ursprüngliche Standard, der komplett offiziell wurde, also außer von HP, war 1975. Es gab dann noch so 92 ein paar Ergänzungen, zum Beispiel wurde ein Standardprotokoll entwickelt. Ich glaube, das müsste heute SCPI sein. Das ist quasi ein Satz an Funktionen und Befehlen, die auf allen Geräten funktioniert. Aber ihr seht 89 und so, also mein Messgerät hier kann das noch nicht. Und auch der restliche Aufbau sieht relativ groß aus. Wenn wir hier nämlich mal gucken, ist 8-Bit parallel und hat 16 Signalleitungen. 8 Stück für die Datentransfers, also die 8-Bit.
Dann haben wir 3 für einen Handshake und 5, die Management machen, also irgendwelche Sachen. Können wir uns auch gleich angucken. Außerdem sehen wir hier, das gibt so ein ID-System für 31 Adressen, das heißt 0 bis 30. Jedes Gerät auf diesem Bus hat also sozusagen seine eigene Nummer, sodass wir die einzeln ansprechen können. Wobei aber gleichzeitig immer nur 15 Geräte angeschlossen werden können, werde ich hier nicht erreichen. Ist auch eher eine elektrische Limitierung, keine vom Bus selber. Der Bus kann ja, wie wir gesehen haben, 31. Aber die Spannungen werden dann so ein bisschen Problemkapazitäten. Deswegen ist das hier nochmal limitiert. Das Ganze ist dabei Multimaster. Es gibt also immer einen Hauptcontroller, der spricht, und dann Zuhörer. Wobei es aber auch mehrere Master geben kann, die dürfen nur nicht zur selben Zeit sprechen. Dann hier runtergehen. Hier haben wir auch nochmal die ganzen Beschreibungen über den Verbinder und vor allen Dingen für uns wichtig das Pinout. Wenn wir drauf gucken, wir haben hier einmal 1, 2, 3, 4 und hier unten 5, 6, 7, 8. Das sind die Datenbits, über die die eigentlichen Daten übertragen werden. Jede Menge Ground, die sind teilweise gedrillt, verdrillt mit den Signalleitungen, um da Störungen rauszufiltern. Wenn wir die anderen mal durchgehen, da haben wir einmal den ATN-Pin, Attention steht jetzt hier. Damit wird quasi umgeschaltet zwischen Kommandomodus und Datenmodus. Wenn der hier low ist, dann heißt das für die ganzen Geräte, passt auf, es kann jederzeit ein Befehl kommen. Wenn er high ist, dann werden gerade Daten übertragen, das heißt die Geräte, die gerade nicht angesprochen werden, die müssen auch sozusagen nicht zuhören. Der nächste, den wir haben, der interessant ist, ist IFC Interface Clear. Das ist quasi so ein globaler Reset. Wenn der Controller, also sozusagen das Hauptsteuergerät für den ganzen Bus, diesen Interface Clear sendet, dann gehen alle Geräte hin und setzen die GPIO-Einheit einmal wieder auf Standardwerte zurück, sodass alles wieder von vorne beginnen kann. SRQ ist der Service Request. Der geht diesmal in die andere Richtung, und zwar, wenn der Controller mit einem Gerät spricht, dann kann das Gerät jederzeit diesen Service Request ausstellen und sagt dann mit dem Controller, hier pass mal auf, ist irgendwas passiert. Wird zum Beispiel genutzt, um dem Controller dann mitzuteilen, hier pass mal auf, du hast gesagt, ich soll messen, ich habe die Messung jetzt vollständig abgeschlossen, das Ergebnis ist da. Oder auch, wenn ein Fehler auftritt, um das Bescheid zu sagen. Der Controller weiß dabei natürlich nicht, welches Gerät da irgendwie was hin und her gezogen hat. Der muss dann alle Geräte nacheinander abfragen, um rauszukriegen, ja, wer ist denn jetzt überhaupt zuständig. Was haben wir noch? Wir haben den REN, Remote Enable. Wenn ich das richtig interpretiere, ist das dafür da, den Geräten zu sagen, passt mal auf, ihr werdet jetzt ferngesteuert und dann, je nachdem wie das Gerät aufgebaut ist, wird zum Beispiel das lokale Keypad deaktiviert, also die Tasten, die vorne drauf sind, oder es kommt eine Anzeige auf dem Display hier, ich werde gerade ferngesteuert. Dann gibt es noch EOI and or Identify. Und der wird hauptsächlich tatsächlich genutzt, um zu sagen, okay, alle Daten sind gesendet, jetzt ist Schluss. Weiterhin gibt es dann noch ein paar Leitungen, die nicht zum eigentlichen Busmanagement dienen, sondern wirklich dazu dienen, die Daten irgendwie von A nach B zu schaufeln. Da haben wir einmal den NRFD, Not Ready for Data, sagt der Name ja schon. Damit sagt das Gerät, ja, Moment bitte noch, ich kann gerade nichts empfangen. Genauso sieht es aus mit NDAC, Not Data Accepted. Das Gerät sagt also zurück, okay, die Daten, die du gesendet hast, sind anscheinend noch nicht vollständig oder kaputt oder so. Und DAV, Data Valid, damit wird mitgeteilt, okay, das, was jetzt über den Bus kommt, das sind Daten, ich sende gerade da was. Wenn wir jetzt gucken, das sind dann jetzt abzüglich der Grounds, was haben wir? Ja, 16 Leitungen, also genau das, was wir gesehen haben. Und wenn wir jetzt mal feststellen, okay, 16 Leitungen, um eine Datenübertragung zu machen, mit, was weiß ich, einem Mbit, glaube ich. Und heute können wir halt I2C benutzen, was dann 2 Datenleitungen sind. Hat sich wohl ein bisschen weiterentwickelt, die Technik. Gut, zugegeben, I2C nicht über die Länge. Aber selbst wenn wir RS-232 oder RS-485 holen, dann kommen wir meistens mit 2 Leitungen aus, USB sowieso. Und ja, da hat sich eine Menge getan über die Jahre. Aber dafür, das Ding ist robust und funktioniert noch. So, jetzt haben wir schon grob gelernt, was hinter diesem Bus steht, wie er funktioniert. Und wir haben da schon mal etwas gelernt, was uns jetzt eventuell so aufhorchen lässt. Es gibt IDs, okay. Da sollten wir uns eventuell drum kümmern. Und zwar, hier ist so eine Mäuseklaviatur, also kleine Schalter, mit denen man die ID einstellen kann. Ich habe die jetzt schon mal unterschiedlich gestellt, einfach ein Bit geändert.
Dann sollten die beiden hier schon mal okay sein. Der Philips hat keine Schalter hinten dran. Ich gehe mal davon aus, ich müsste erst mal gucken, aber da wird es wahrscheinlich in der Software gehen, dass man in irgendein Menü geht. Dann kann man mit hoch runter die entsprechende ID einstellen. Jetzt muss man die noch verbinden. Und dazu gibt es dann diese Riesenteile hier. Ja, das ist ein GPIB-Kabel. Sind nicht gerade günstig, vor allen Dingen nicht, wenn man so neu kauft. Ich glaube, so ein Kabel von den großen Herstellern 50, 100 Euro, so um den Dreh, würde ich mal schätzen. Das hier ist ein günstiger Nachbau aus China. Der hat mich irgendwie 10 Euro gekostet. Das ist schon besser. Die Anschlüsse sind dabei relativ interessant. Wir haben nämlich hier diese Gegenstelle zu dem. Das heißt, die Seite können wir ins entsprechende Messgerät machen. Die wird dann auch hier festgeschraubt. Ihr seht die Schrauben da. Aber die Rückseite hat auch was. Das ist eine Buchse. Wie beim Messgerät. Naja, es ist ja ein Bus, das heißt, die ganzen Geräte werden an dasselbe Kabel angeschlossen oder an dieselbe Datenleitung. Genau dafür ist hier dieser Aufbau mit diesen steckbaren Steckern. Wir stecken den erst ins Messgerät rein, haben dann hier unsere Schrauben, womit wir es festschrauben. Und eventuell seht ihr, da hinten ist in den Schrauben wieder ein Loch drin. Da ist nämlich wieder ein Gewinde. Und jetzt können wir hingehen und können, selbstverständlich dann mit einem anderen Kabel, das nächste Kabel einfach hinten drauf stecken. Wieder festschrauben und so können wir dann mehrere Kabel hintereinander stecken und so quasi von Gerät zu Gerät gehen, um entsprechend unsere Verbindungen herzustellen. Ich habe jetzt leider gerade nur ein Kabel erstmal in der Bastelkiste gefunden. Irgendwo müsste noch ein zweites sein, aber fangen wir erstmal mit den HPs hier an, weil das sind auch die ersten, die ich versuchen werde, in Gang zu bringen. Und ja, wie wir eben gelernt haben, wir gehen hin, schließen das hier an, zack, schrauben fest. Und das andere Ende vom Kabel dann selbstverständlich ins nächste Multimeter, sodass wir da unsere Verbindung haben. Und wenn ich dann das nächste Kabel finde, das könnte ich dann hier hinten drauf stecken und könnte von da aus zu dem Philips weitergehen. So, jetzt haben wir aber natürlich noch ein Problem. Multimeter sind jetzt verbunden, aber viel machen können die nicht. Das sind ja einfach nur Geräte, die auf Befehle reagieren. Die sind nicht dafür gedacht, dass sie wirklich Aktionen auslösen. Das heißt, wir brauchen natürlich noch irgendeinen Master, Hauptrechner, wie auch immer. Wie macht man das? Naja, man holt ein GPIB-Kabel und schließt das andere Ende an den Rechner an. Ne? Ja, findet mal heute einen Rechner, der noch einen GPIB hat. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter. So, da gibt es jetzt natürlich von den großen Herstellern, die hier die Messgeräte natürlich auch immer noch supporten, ein paar Sachen, die man da machen kann. Es gibt zum Beispiel Einbaukarten, PCI, PCI Express wahrscheinlich auch inzwischen. Teuer. Es gibt auch Konverter, zum Beispiel auf Netzwerk oder USB. Die sind natürlich genauso teuer. Ja, es gibt ein paar Nachbauten, die kosten dann so 150 Euro, würde ich mal schätzen. Aber ganz ehrlich, 150 Euro habe ich, glaube ich, noch nicht mal für alle von den Messgeräten bezahlt. Von daher, nur um die Messwerte in den PC reinzukriegen, klingt das teuer. Glücklicherweise gibt es da ein paar Open-Hardware-Projekte. Da kann man einfach hingehen und kann sich die Quellen runterladen und dann kriegt man da entsprechend eine Platine und eine Bauteilliste, wie man sich selber einen Konverter auf USB machen kann. Leider sind auch die, dadurch, dass der Bus nie wirklich Verbreitung gefunden hat, eher wenig gewartet, um es mal so zu sagen. Da sind teilweise ICs in Nutzung, die sind heute schwer zu bekommen. Einerseits natürlich die GPIB-Transceiver, die sind natürlich allgemein schwer zu bekommen, aber auch zum Beispiel, was ich mir als letztes angeguckt hatte, die haben irgendwelche FTDI-Chips für Serial auf USB verwendet. Die sind schon lange aus der Produktion draußen. Das sind alles so Sachen, die muss man eigentlich vorher ändern. Außerdem, naja, die meisten von den Dingern, wieso auch immer, nutzen einen PIC-Mikrocontroller. Ich bin kein PIC-Mensch, ich bin AVR-Mensch. Ja, sind alles so Sachen, weswegen ich mir nie wirklich die Arbeit gemacht habe, diese DIY-Projekte komplett fertig zu machen. Ich glaube, die meisten Bauteile habe ich zwar inzwischen hier, aber naja. Aber ich hatte jetzt Glück gehabt. Und zwar gibt es da noch einen Bastler, der nennt sich, ich glaube, Fenrir. Und wenn ich richtig im Kopf habe, stammt der auch aus Asien. Und der hat dieses ganze Konzept von USB auf GPIB nochmal neu gemacht auf Basis von neueren ICs. Das heißt also, zumindest der Prozessor ist kein PIC, sondern ist irgendwas Neueres mit integriertem USB und so weiter. Das heißt also, ja, weniger Bauteile und dadurch, dass es neuer ist, gibt es dann tatsächlich auch die teilweise noch zu kaufen. Ist ein bisschen schwer. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, bis dass ich einen Händler gefunden habe, der sie nicht nur listet, sondern mir auch liefern kann. Aber da ist ja, das ist gut.
Wir haben hier unseren entsprechenden Stecker mit dem Ding, was ins Messgerät kommt. Aber Rückseite haben wir entsprechend keine Buchse mehr, sondern anscheinend guckt eine Platine so ein bisschen raus mit Silikon. Und das Kabel ist deutlich dünner und hat am anderen Ende USB. Und der große Vorteil von dem hier, naja, dieser Adapter hier, der hat mich nur 15 Euro gekostet. Das ist schon deutlich besser als irgendwie 100 Euro aufwärts, um ein paar Messgeräte rauszukriegen. Und 15 Euro finde ich auch, ist ein relativ fairer Preis, weil allein die Stecker kosten halt schon ein paar Euro. Ne? Hat ein paar Nachteile. Zum einen, das hier ist nicht nach diesem GPIB-Standard-Anbindungsgedönse. Das heißt, wenn ihr eine Software habt, es gibt da, glaube ich, NVIDIA Visa. Das ist so ein kompletter gigabyteweises Stack, um so Laborumgebungen zu steuern. Da wird es nativ nicht funktionieren. Gibt, glaube ich, irgendwelche Zwischenproxys, aber ja, dafür ist es nicht gedacht. Der hier spricht einfach nur seriell. Das heißt, wir geben seriell, wie mit einer seriellen Schnittstelle, unsere Daten hier rein und die kommen hier raus. Das ist für mich aber auch deutlich besser, weil ich möchte nur die Messgeräte eventuell mal einen Befehl hinsenden und dafür möchte ich nicht gigabyteweise Software installieren, die wahrscheinlich auch nur so mäßig auf Linux getestet wurde. Ich meine, ja, den ganzen Stack gibt es für Linux und das nutzen auch Leute produktiv, aber von daher, ich werde mir da eh meine eigene Software schreiben. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, inwieweit hier diese Messgeräte, also die APs gehe ich von aus, dass es dafür was gibt, aber Philips ist doch eher ungewöhnlich gewesen, ob die überhaupt supportet werden. Okay, dann schauen wir mal. So sieht der ganze Stecker aus. Das haben wir eben ja schon gehört. Wir haben die eine Seite, die ganz normal zu den Instrumenten geht. Da haben wir normalerweise hier diese Fläche, wo die Kontakte drauf sind, die beiden Schraubköpfe vorne. Und auf der Rückseite, wie schon gesagt, das zum Festschrauben, die durchgehende Schraube im Prinzip, die vorne wieder rauskommt, aber mit hier hinten nochmal einem Gewinde, dass man den nächsten wieder reinschrauben kann. In der Mitte sitzt jetzt aber nicht der entsprechende Konnektor, sondern man sieht, hier ist ein bisschen, fühlt sich an wie Silikon und ein Board in der Mitte. Was mich aber mehr interessiert, da sind vier Schrauben. Wo Schrauben sind, ist meistens auch irgendetwas, wo wir ins Innere reinkommen. Also machen wir sie mal raus und gucken, ob das Ding innen drin komplett mit Silikon ausgegossen ist oder ob wir noch was sehen können. Und mit etwas Glück können wir dann ja rauskriegen, was die hier so Schönes verbaut haben. Und wahrscheinlich dieselben Chips, die jeder verbaut, weil allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht. Das könnte dann eventuell auch erklären, warum die so schwer zu bekommen sind. Wie gesagt, die ICs sind jetzt nicht unbedingt Massenware. Ja, freiwillig scheint es nicht auseinander zu gehen. Dann helfen wir mal etwas nach. Das sieht gut aus. Okay, wir hängen anscheinend hier bei denen. Okay, gegenhalten, dann können wir sie weiter rausdrehen. Königreich für den größeren Schraubenzieher. So, und da sind wir. Das sieht auch schon gut aus. Nee, der hintere Teil ist leider tatsächlich eingegossen. Und es sind nicht die ICs, die ich vermutet habe. Okay. Ich sehe einen großen TQFP hier hinten drin. Der Rest sind kleine Dinger. Okay, ich will es da raus haben. Gut, hat etwas gelitten, aber wir sind im Inneren und ich würde sagen, dann können wir uns ja mal angucken, worauf hier der ganze Kram basiert. Dann gehen wir mal rüber zum Mikroskop und hier sehen wir schon den Namen GPIB-USB-CDC. So heißt das Projekt und der große Chip da. Ein bisschen drehen, das ist ein Scilabs, also Silicon Labs F381. Wenn wir da mal drauf gucken auf die Webseite von Silicon Labs, da gibt es den C8051 F38X. Das sind Mikrocontroller mit Fullspeed USB 2.0 mit drin. Und wenn wir gucken, cost-effective, also möglichst günstig mit USB. Okay. Und wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, haben wir nochmal die ganzen Specs hier. Wir haben eine 8051er CPU. Okay, war vom Namen her ja schon zu erwarten. Der hier hat 96 Kilobyte an Flash für den Programmspeicher, 8 Kilobyte RAM. Wie wir sehen, jede Menge I.O., unter anderem halt auch CAN und LIN und solche Späße, aber natürlich kein GPIB. Das wird irgendwie in Software wahrscheinlich gemacht worden sein. Der wird dann einfach ein bisschen Software-Magie machen und das Ganze über einen virtuellen UART mit dem USB, den er ja dabei hat, dann ausgeben. Ansonsten sehen wir hier oben, gibt es vier LEDs in unterschiedlichen Farben, so viel kann ich schon mal sagen.
Links daneben Resistor-Network 102. Das sind also die Vorwiderstände für die LEDs. Man hat hier sehr viel mit diesen Netzwerken gearbeitet. Ansonsten noch ein bisschen Entkoppelkram. Wir sehen, hier ist noch ein Header VDCG. Kann ich jetzt so nicht. Die mittleren beiden gehen direkt hier auf den Chip. Das wird wahrscheinlich dann Data und Clock sein. Irgendein I2C vielleicht, um zu programmieren. Und dann Voltage oder VCC und Ground. Ansonsten haben wir hier noch diese Kombination. Wir haben ein Resistor-Network 220, also 22 Ohm. Und das geht hier auf diese Diode, die mit VB gekennzeichnet ist. Und diese Kombination aus Resistor-Network und Diode, die finden wir auf der anderen Seite noch ein paar Mal. Wir gucken, das ist alles dasselbe. Resistor-Network-Diode, Resistor-Diode, Resistor-Diode. Und das sind auch alles die VB. Also ein bisschen Sachen sind da gleich. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das irgendeine Art von Protection vielleicht ist, diese VB, die dann die Spannungslevel von diesem GPIB irgendwie in die richtige Ecke ziehen. Keine Ahnung. Das wäre jetzt mal meine Vermutung. Ansonsten haben wir hier noch den hier. Das ist der FS3. Sitzt irgendwie in den Datenleitungen, wird wahrscheinlich auch ESD-Protection oder sowas sein. Und nochmal ein kleiner Kondensator hier, der das Ganze dann gerade hält. Ansonsten hier scheint nichts drunter zu sein. Das heißt, der Chip wird wahrscheinlich direkt mit 5 Volt laufen. Ist kein Spannungsregler oder irgendwas noch dazwischen, der da was machen könnte. Und ja, gut, was gibt es sonst noch? Achso, hier, dieser GPIB-Stecker ist definitiv nicht für diese Borddicken gemacht. Wir sehen, hier ist sehr viel Lötzinn, womit da eine Strecke überbrückt wurde. Also, ja, schön ist das nicht, aber solange es funktioniert, hey, auf der anderen Seite genau dasselbe. Und ja, das ist die Magie, die hier dahinter steckt. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man hier wirklich nur diesen USB-Controller und ein bisschen Protection hat. Denn ja, die eigentlichen Transceiver, die man normalerweise benutzt, das ist, glaube ich, 74, 160 und 162, wenn ich richtig im Kopf habe. Die sind, wie gesagt, relativ schwierig zu bekommen, wenn relativ teuer, relativ groß. Die gibt es, glaube ich, gar nicht in SMD, wenn ich richtig im Kopf habe. Und naja, diese ganzen Probleme umgeht man hier mit diesem Design. Also von daher gefällt mir. Und wenn es halt schöner erreichbar wäre, dass es wirklich in größeren Stückzahlen auch verfügbar wäre, könnte man damit sehr viele alte Geräte auf jeden Fall wieder in die moderne Zeit bringen. Und kleine Bonusrunde hier bei diesem USB-Kabel, was hier von der Seite entsprechend abgeht. Was im Übrigen den Schirm auf Ground gelötet hat. Was man normal nicht tun sollte bei Geräten. Da haben wir hier irgendwie so ein Kabel Zusammenmachdraht, der da drum gewickelt ist. Naja, der ist nicht umsonst da. Der wird hier als Zugentlastung, wie es aussieht, genutzt. Okay, gut. Am Ende, hey, es hält, man kann wackeln. Passt schon. Wie auch immer, den können wir jetzt hier schön anschließen. Das geht entsprechend dann hier. Wir stecken den einfach hinten drauf. Muss natürlich das letzte Gerät sein, weil können wir hinten ja nichts mehr anstecken. Und ja, damit ist dann jetzt hier der GPIB-Bus USB-fähig. Das heißt, den müssen wir jetzt nur noch in einen entsprechenden Laptop einstecken. Und dann können wir da Daten hinsenden. Das werden wir aber in einer anderen Folge machen. Denn, ja, wie gesagt, ich muss dafür erstmal Software schreiben. An der Stelle aber großes Glück, denn so Messgeräte, vor allen Dingen aus dieser Zeit, die hat noch sogenannte Anleitungen. Das ist nicht, wenn man eine CD drauflegt, wo eine PDF drin ist, wo steht, dass man auf der Webseite gucken soll und da kriegt man dann die Info, ja, sie müssen Strom anstecken, dass das Ding funktioniert. Nein, für die hier gibt es auch komplette Schaltpläne, da weiß man genau, welches Bauteil was macht und genauso sieht es auch auf der Softwareseite aus. Es gibt ein komplettes eigenes Programmierhandbuch, zumindest für die HPs, wo dann wirklich drin steht, diese Zeichenfolge macht das, kann das, kann das und das kommt zurück. Und ich gehe mal davon aus, beim Philips wird es ähnlich aussehen. Und ja, das ist dann natürlich relativ einfach dafür, dann Software zu machen, wenn man weiß, was man hinschicken muss und nicht erst irgendeine Software, die der Hersteller sich gebastelt hat, da zerlegen muss, um rauszufinden, ja, was für Befehle schickst du da überhaupt. So, ich gehe jetzt mal gerade hier Strom dran stecken. Suchen wir noch gerade eine Powerbank. Dann können wir schon mal sehen, wie das aussieht, wenn das Ding Saft hat. Und danach suche ich mir einen Laptop und schicke einfach mal Enter hin, weil wenn ich richtig interpretiert habe, reicht Enter, dass der hier die entsprechenden Messwerte rausrückt. Dann wissen wir schon mal, ob das Ding hier funktioniert oder nicht. Und wenn wir den jetzt mal einstecken, achtet mal drauf. Hier, wir sehen jede Menge LEDs.
Dauert einen kurzen Moment, jetzt haben wir hier orange und rot. Das heißt, er ist in einem Empfangsbereich. So, es dürfte jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, wenn ich sage, dass sich das Ding hier als serielle Schnittstelle meldet. Überraschung, da ist sie. TTYACM0 für Linux. Unter Windows wird es, wenn man den passenden Treiber hat, irgendein COM-Port sein. Und dann können wir da auch einfach drauf connecten. Wir sehen, hier passiert aktuell noch nichts, wenn ich da was drücke. Das liegt daran, dass das Ding ein spezielles Command-Set hat. Und zwar fangen die Kommandos für den Controller, also dieses USB-Adapterteil, mit +++ an. Und ich mache jetzt einfach mal +++ ver. Und dann sehen wir hier Fenrir GPIB USB 1.0 und ganz wichtig, Prologix Version 6.0 kompatibel. Prologix, das ist auch ein Hersteller von solchen Adaptern. Und deren Protokoll hat man sich hier dann angeeignet. Und das heißt an jeder Stelle natürlich zwei Dinge. Nummer eins, wir können deren Dokumentation uns einfach krallen, um rauszufinden, wie man das Ding benutzt. Und Nummer zwei, wenn man hier nicht auf Risikotour gehen möchte und sich bei chinesischen Händlern dieses Teil, was ich habe, suchen möchte, kann man ein paar Euro mehr auf den Tisch legen und von Prologix das Ding kaufen und kann dann quasi dasselbe machen. Und ich wechsle hier gerade mal auf eine andere Methode, das zu machen, sodass ihr auch meine Befehle seht. So, machen wir nochmal +++ ver und jetzt seht ihr, da oben ist die Antwort. So, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist erstmal den Betriebsmodi einstellen. Mode 1. Damit sagen wir, dass er als Master fungieren soll für den Bus. Dann sagen wir Auto 1. Dann sagen wir, er soll dem Messgerät sagen, dass er bitte was tun soll und zurückmelden soll. Und die Adresse brauchen wir auch noch. Das ist ADDR. Und was hatten wir? Wir hatten, glaube ich, das Messgerät hier wollten wir haben. Das ist die 22. So. Und ab jetzt, wenn ich was hinsende, sollte das eigentlich ans Gerät gehen. Machen wir das mal. Senden wir einfach mal ein Leerzeichen. Und da oben haben wir etwas. Senden wir nochmal ein Leerzeichen. Da oben haben wir wieder etwas. Und E+0, ja, der eine oder andere kennt es eventuell. Hoffe ich jedenfalls. Das ist diese Engineering-Notation-Gedönses. Also wie viele Nachkommastellen das sind. Und wir sehen jetzt hier 0 und zwar sehen wir 2,10132. Und wenn ich jetzt nochmal sende, achtet mal aufs Display, 2,09861. Das war das, was zum Zeitpunkt der Abfrage auch hier auf dem Display vom Messgerät stand. Und auf dem Display sieht man auch unten schön jetzt die Icons TLK und RMT, also Talk und Remote. Das heißt also, das Ding wird gerade ferngesteuert und schickt seine Messwerte irgendwo hin. So, ich kann jetzt hier also fleißig meine Messwerte abfragen, habe quasi mehr oder weniger live da meine Daten und kann mir schon mal recht sicher sein, dass das Ding funktioniert. Können auch mal spaßeshalber die 21 adressieren, das ist ein anderes Messgerät. Wenn wir dahin senden, da sehen wir, da kommen auch Messwerte, wenn auch ein bisschen andere, da ist im Moment nichts angeklemmt. Also, ich glaube, wir können relativ gut zusammenfassen, dass dieser Adapter offensichtlich mit den Messgeräten spricht. Auch das Netzwerk funktioniert. Ich kann jetzt beide ansprechen, beide Geräte. Oder anders gesagt, der Adapter tut, was er soll.